Die Stimmung stimmt. Ich genieße das hier sehr. Wir schauen uns einfach ethnografisch an, was Menschen machen. Ich finde, dass dieses Institut sehr meisterhaft diese verschiedene Traditionen und verschiedene Einflüsse verbindet und produktiv, auf produktive Weise verbindet. Es geht im Prinzip darum, die Entstehung, Verwendungszusammenhänge und also auch die Veränderungswirkungen von Technologie zu erforschen. Die Kulturanthropologie bietet in erster Linie qualitative Forschungsinstrumente, mit denen man dann, finde ich, in der wissenschaftlichen Welt bestimmt und auch bestimmt in der Arbeitswelt sehr gut zurechtkommen kann. Frankfurter Institut war schon immer ein wichtiger Ort für die europäische Ethnologie in Deutschland. Wir sind ja ein ganz kleines Institut und ich höre auch immer von Studierenden, dass sie gerne bei uns sind, weil es so klein ist, weil es so familiär ist, weil es so überschaubar ist. Studierende haben immer die Möglichkeit, zu uns zu kommen und wir haben eigentlich ein relativ offenes Kommunikationsmodell. Das heißt, wir bieten viel Unterstützung und lassen aber auch Studierende an unseren Forschungsvorhaben teilhaben. In diesem Semester unterrichte ich die Einführung in die Kulturtheorien. Das heißt, die Erstis kommen zu mir und wir schauen uns gemeinsam, ja, im Grunde genommen die Klassiker von Kulturtheorie, Gesellschaftstheorie an. Am liebsten mag ich Forschungsseminare. Das ist eine Veranstaltungsform, bei der die Studierenden eben parallel zur Diskussion von Texten daran herangeführt werden, dass sie erste kleine Studien selbst durchführen, also kleine Forschungsprojekte machen. Ein Beispiel aus dem letzten Jahr, was ein sehr spannendes und lustiges Seminar war, war über das Geschlecht der Dinge. Da haben wir uns angeschaut, wie bestimmte Alltagsgegenstände vergeschlechtliche Dimensionen tragen. Ich habe ein Lehrforschungsprojekt zurzeit, das im Sommer dann abschließen wird. Das heißt, die Studierenden werden dann in dem Lehrforschungsprojekt ihre Bachelorarbeiten schreiben und damit auch ihr Studium abschließen. Und das hat ein bisschen großen Titel und heißt Technologien der Transparenz. Da geht es ganz konkret um Lebensmittel. Bei den Seminaren, die ich gemacht habe, waren die Themen Mobilität. Dann gab es ein Seminar Ökonomie, Technologie, Kultur. Was ich auch spannend fand, war, als wir über Europäisierungsprozesse gesprochen haben in Osteuropa. Meine Schwerpunkte sind Auseinandersetzung mit Netzgesellschaft, also mit Vernetzungsprozessen unter den Bedingungen von digitalisierten Kommunikationsverläufen, künstliche Welten, Robotik zum Teil auch. Also ich komme ursprünglich aus der kulturanthropologischen Stadtforschung, das, was man Urbananthropologie nennt, also ein Forschungsfeld, was sich mit der alltäglichen Praxis von Menschen in Städten befasst und aber auch damit, wie Architektur, Stadtplanung, Infrastrukturplanung die Alltage von Menschen formen, welche Eingriffsmöglichkeiten sie haben. Und ich habe mich schon sehr frühzeitig interessiert dafür, wie moderne Großstädte in westlichen Gesellschaften funktionieren. Also an dem Fach allgemein, auch Frankfurt unabhängig, glaube ich, ist das Besondere und auch das, was viele Studierende sehr zu schätzen wissen, dass es im Prinzip kein Bereich, kein Gegenstand und kein Prozess gibt, den man nicht kulturanthropologisch untersuchen kann. Das Interessante ist, dass immer die Frage gestellt wird, also wozu werden wir denn ausgebildet hier? Und ich sage ja, wird ausgebildet zu Medienmenschen. Ihr werdet ausgebildet zu Menschen, die sich mit Zukunftsprozessen befassen. Das ist wie bei den meisten sozial- und kulturwissenschaftlichen Studiengängen so, dass wir nicht auf ein konkretes Berufsbild hin studieren oder die Studierenden nicht auf ein konkretes Berufsbild hin studieren, sondern man sich eher eine Vielfalt an Kompetenzen, an Möglichkeiten aneignet und sich selbst dann einen Bereich sucht, in dem man arbeiten möchte. Generell sagt man, die meisten streben in Arbeitsverhältnisse, die in Kulturinstitutionen liegen. Das ist ein sehr zum einen mannigfaltige Berufswelt wiederum, aber auch der meistens angetreten wird. Und viele Menschen arbeiten im Journalismus zum Beispiel, in der PR, in irgendwelchen Medienberufen, genau, oder eben in der Wissenschaft.